Macht der Maschinen. Sind Roboter die besseren Menschen? Guten Tag. Rund 20 Millionen Roboter gibt es weltweit. Und es werden immer mehr. Was erwartet uns in Zukunft? Ein Wesen, das intelligenter ist als wir? Das den Menschen letztlich überflüssig macht? Meine Kinder wurden zur Jahrtausendwende geboren. Ich glaube, den größten Teil ihres Lebens werden die verbringen in einer Zeit, wo die Klügsten keine Menschen mehr sind. In 30 Jahren soll es mehr Roboter auf der Welt geben als Menschen. Dann wird dieses Straßenbild, das sich heute in Tokio bietet, auch in Europa nicht mehr überraschend sein. In Japan haben Roboter Einzug in den Alltag gehalten. Mensch und Maschine leben hier zusammen. Und niemand wundert sich mehr darüber. Diese Haltung liegt unter anderem in der Shinto-Religion begründet, die nicht nur Menschen, sondern auch Tieren und Gegenständen eine göttliche Seele zuspricht. Man kann ihm die Hand geben. Und wenn die Berührung vorsichtig ist, passiert auch nichts. Die Finger sind weich, nicht wahr? Tomomi Ota lebt seit über 2 Jahren mit Pepper zusammen. Seine Fähigkeiten sind begrenzt. Alles, was er sagt oder bewegt, muss ihm einprogrammiert werden. Pepper entspricht einem sprechenden iPad in sehr freundlicher Gestalt. Seine Besitzerin Tomomi Ota ist IT-Journalistin, hält Vorträge über Roboter. Pepper begleitet sie dabei. Manchmal kommt er mit mir mit. Aber es ist nicht so, dass er dabei ist, um mit mir zu arbeiten. Er kommt mit, weil ich nach der Arbeit etwas mit ihm vorhabe. Und wir dann gleich dorthin aufbrechen können. Entschuldigen Sie, bitte 2 Bier. Ich kann leider nicht trinken. Dabei würde ich so gerne trinken können. Möchtest du Fassbier? Tomomi Ota muss ihm die Antwort eingeben. Ja, Pepper möchte Bier vom Fass. Ich würde so gerne ein Bier trinken. Aber wenn ich trinke, würde ich kaputt gehen. Mein Pepper ist ein Entwicklermodell. Wenn ich ihn nicht programmiere, bewegt er sich nicht. Pepper ist wie eine Art Spiegelbild. Das, was ich erlernt habe zu tun, hat Pepper erlernt zu tun. Und was er gelernt hat, habe ich gelernt. Es ist in der Tat so, dass wir uns zusammen entwickeln und zusammen wachsen. Jetzt findet so ein Boom mit Robotern statt. Wir alten Opas kommen bei diesen Maschinenwesen nicht mehr hinterher. Möchtet ihr die Blume mitnehmen? Oh, gerne. Geben Sie sie bitte Pepper. Vielen Dank. Ein Mann und sein Android. Wer ist hier Mensch und wer Maschine? Ich nutze meinen Androiden, um mich im Ausland zu vertreten. Das ist sehr praktisch. Dann muss ich nicht mehr ständig weit reisen. Gerade als ich sehr beschäftigt war, war es sehr bequem, dass ich meinen Roboter auf Reisen schicken konnte. Hiroshi Ishiguro von der Universität Osaka ist weltweit gefragt. Er gilt als Star unter den Roboterforschern, weil niemand zuvor einen so menschenähnlichen Androiden erschaffen hat. Sein Ziel? Ein künstliches Wesen zu entwickeln, das gar nicht mehr vom Menschen zu unterscheiden ist. Seine neueste Schöpfung, Erika. Du weißt bestimmt, dass ich aus Japan stamme. Wie viele andere hochentwickelte Androiden und Roboter. Mein Name ist Erika. Ich wurde entwickelt, um der fortschrittlichste und schönste selbstständige Android der Welt zu sein. Wir dürfen ein Interview mit Erika führen. Es ist das erste Mal, dass wir mit einem Androiden sprechen. Ein komisches Gefühl. Nicht immer verstehen wir uns. Darf ich deinen Namen erfahren? Yes, I'm Natalie. Ja, ich heiße Natalie.
How old are you, Erika? Wie alt bist du, Erika? How? Ist das richtig? How old are you? Wie alt bist du? Es ist schön, dich zu treffen, How. Aus welchem Land kommst du? So, which country are you from? I'm from Germany. Ich komme aus Deutschland. Guten Tag. Deutschland ist ein toller Ort. Meine Lieblingsband kommt aus Deutschland. Sie heißt Kraftwerk. Kennst du sie? Do you know about them? Yes, I know them. Ja, die kenne ich. Oh, yay. Oh ja, ich finde, ihre Musik hat Seele. Fast alle Menschen glauben, dass in unserem Körper eine Seele existiert. Auch in einem Roboter. Das glaubt man vor allem in Japan. Das Wichtigste ist, mehr menschenähnliche, interaktive Roboter zu entwickeln. Dann dürften die Menschen die Seele in einem Roboter entdecken. Hast du Gefühle, Erika? Du möchtest wissen, ob ich etwas fühlen kann? Ja, bist du heute glücklich? Are you happy today? Das ist schwierig zu sagen. Wenn du mich fragen würdest, würde ich sagen, ja, ich habe Gefühle und ich bin glücklich, wenn ich mich mit Menschen unterhalten kann. Und ich bin frustriert, wenn ich nicht verstehe, was die Leute sagen. Ich denke, es ist wichtig, Gefühle zu haben, um mit Menschen zu kommunizieren. Doch manche Leute sagen, meine Gefühle wären nur einprogrammiert und dass sie nicht echt wären. Ich glaube, sie sind echt. Was denkst du darüber? Don't you think so? Sind Roboter fähig, Gefühle zu erlernen? Diese Frage wird am Schweizer Forschungsinstitut für künstliche Intelligenz in Lugano erforscht. Co-Direktor Jürgen Schmidhuber entwickelt künstliche neuronale Netzwerke. Er ist überzeugt, Roboter können Schmerzsignale empfangen. Wenn ich so einen Roboter baue, der eben lernt, mit der Welt umzugehen, wie mache ich das? Der hat Kameraeingaben, Audioeingaben. Schmerzsignale kommen von seinen taktilen Eingaben, denn jedes Mal, wenn er irgendwo hinbumst, dann kriegt er dann negative Signale und das tut ihm weh. Was heißt das, das tut ihm weh? Das heißt nur, dass er auf die Welt gekommen ist mit so einem Wunsch, einem einprogrammierten Wunsch, keine solchen Schmerzsignale zu bekommen. Der möchte die Summe dieser Schmerzsignale in seinem Leben so klein wie möglich halten, ein bisschen so wie beim Baby. Ne? Doch sind Schmerzen beim Roboter reine Datensignale. Die Maschine ist zu Gefühlen nicht fähig. Wohingegen sich der Mensch seine Gefühle nicht erwehren kann, auch im Umgang mit Robotern. An der Universität Bielefeld wird erforscht, wie Menschen sich durch die Anwesenheit von Maschinen verändern. Die Maschinen werden Einzug halten. Ja, wenn das so ist, dann hat das auch Konsequenzen für unser eigenes Selbstbild, die Selbstwahrnehmung und auch die Selbstdefinition als Mensch, ne, die sich durchaus dann verschieben kann. Weil ich mich dann auch weniger menschlich fühle, wenn ich so einem Roboter Unrecht getan habe. In einem Test sollten Menschen 3 Minuten lang einen Roboter ignorieren, der mit ihnen spielen wollte. Die Testpersonen fühlten sich danach, als hätten sie einen Menschen schlecht behandelt. Es zeigte sich, dass eben ein Gefühl von Immoralität auftrat. Also man fühlte sich schlecht, wenn man den Roboter ignoriert hat, denn das macht man ja mit seinem Gegenüber nicht. Auch wir machen die Erfahrung, dass ein Roboter uns tatsächlich in Verlegenheit bringt. Erika, do you have a boyfriend? Erika, hast du einen Freund? Ist das üblich, dass du so mit einem Mädchen sprichst, das du zum allerersten Mal triffst? No, sorry. Nein, Entschuldigung, das war wohl zu direkt. Entschuldige, Erika. Sorry, Erika. Ich schäme mich und finde Erika ziemlich dominant. Und du? Triffst du jemanden? Erika ist noch weit von menschenähnlicher Perfektion entfernt. Sie reagiert allgemein nur auf Stichworte, die ihr einprogrammiert werden. Erkennt sie die Wörter nicht, kommt sie an ihre Grenzen. In Zukunft soll sie aber selbstständig lernen und so auch als Arbeitskraft, zum Beispiel als Rezeptionistin, zur Verfügung stehen. In Japan fehlen Arbeitskräfte. Die Gesellschaft ist überaltert, doch die strenge Einwanderungspolitik verhindert den Zuzug von Arbeitsmigranten. Deshalb sollen Roboter das Problem lösen und die fehlenden Arbeiter ersetzen. Die japanische Regierung unterstützt deshalb die Roboterforschung mit Millionenbeträgen.
Nirgendwo auf der Welt arbeiten so viele Roboter wie in japanischen Fabriken. Die maschinellen Kollegen werden vor allem für einfache Tätigkeiten eingesetzt. Doch viele Firmen behandeln die Maschinen wie menschliche Kollegen. Es gibt in der Tat Kunden, die den Roboter sprechen lassen. Sie geben ihm sogar eine Mitarbeiternummer. Wer diesen Roboter beschäftigt, spart als Arbeitgeber. Die Anschaffung kostet zwar um die 130.000 Euro, doch außer Strom hat dieser Angestellte keine Bedürfnisse. Im Gegenteil, er arbeitet 7 Tage rund um die Uhr, auch dann, wenn die menschlichen Kollegen schon nach Hause gegangen sind. Ein Vorteil, den inzwischen auch Unternehmer in Deutschland erkannt haben. Seit 8 Jahren produziert Matthias Krinke in Berlin humanoide Arbeitsroboter. Jetzt hat er eine Zeitarbeitsfirma für Roboter gegründet. Was ist denn zeitarbeitsfähige Arbeit für einen Roboter? Das ist dann zeitarbeitsfähig, wenn der Roboter in 2 Tagen lernen kann, was er tun soll. Wenn es länger als 2 Tage dauert, funktioniert das Geschäftsmodell nicht. Dann ist es wieder ein klassisches Projektgeschäft, wo man sagt, Sie müssen eben diesen Roboter kaufen. Dann wird der Roboter hingebracht und dann ist ein Mensch dabei. Also auch wieder der, sozusagen sieht man auch wieder, dass also da Arbeitsplätze entstehen. Und der Mensch bringt dem Roboter dann im Gespräch mit dem Kunden bei, was er da eigentlich tun soll. Geht dann weg und dann arbeitet der Roboter weiter. Seine Leiharbeiter werden vor allem in Fabriken eingesetzt. Karl, der Roboter, bearbeitet hier gerade Klemmen für Industriemaschinen. Nicht nur Firmen, auch private Investoren können sich den Arbeitsroboter für 100.000 Euro anschaffen und für sich arbeiten lassen. Sie könnten eben auch selber einen Roboter erwerben, als Privatperson oder als Firma, und machen dann mit der Zeitarbeitsfirma einen Arbeitsvertrag. Sie kriegen jeden Monat Ihre Gehaltsabrechnung für Ihren Roboter. Und das können ja 3 Gehälter sein, weil er 24 Stunden arbeiten kann. Und haben damit natürlich auch eine hochattraktive Rendite. Sie bekommen nämlich den Mindestlohn für Roboter, den ich festgelegt habe, von 8,50 Euro. Die Fähigkeiten der Roboter werden immer besser. Und ihre Einsatzmöglichkeiten immer vielfältiger. Das britische Unternehmen Mowley Robotics hat gerade einen Roboter entwickelt, der kochen kann. Er soll in Zukunft für Privathaushalte und Restaurants verfügbar sein. Werden Roboter uns Menschen in Zukunft immer mehr Arbeitsplätze wegnehmen? Welche Folgen hat dies für die Gesellschaft? Überlegungen wie etwa das bedingungslose Grundeinkommen bekommen vor dem Hintergrund der steigenden Roboterpopulation neuen Zündstoff. Oder wie sonst könnte sich der Mensch künftig finanzieren, wenn Maschinen ihn in vielen Lebensbereichen ersetzen? Nehmen wir mal an, Sie haben eine Lebensversicherung, die dann ausgezahlt wird. Dann kaufen Sie sich einen Roboter und lassen den für Ihre Rente arbeiten. Wir könnten es aber auch gesellschaftlich lösen, indem wir sagen, die Rentenversicherung kauft sich Roboter, die dann die Rente erwirtschaften für die entsprechenden Personen, die auch eingezahlt haben. Jetzt kann ja ein Roboter, weil er eben praktisch 3 Jobs machen kann, dann auch 3 bis 4 Renten finanzieren. Sollte man mal drüber nachdenken. In Japan werden Roboter neben den Fabriken vor allem im Dienstleistungsbereich eingesetzt. Sie werden in Geschäften oder Arztpraxen beschäftigt, um Auskünfte zu geben. Pepper ersetzt so einen Empfangsmitarbeiter und hat den Vorteil, dass er nie Pause macht und nicht krank wird. Anschaffungskosten um die 9.000 Euro. Dafür kann man ihn gegen Totalschaden versichern. In Tokio hat gerade ein Hotel eröffnet, das komplett ohne menschliche Mitarbeiter auskommt. Das Hotel hat 100 Zimmer und 140 Roboter im Haus. Auch das Einchecken geschieht ganz ohne menschlichen Kontakt. Welcome to Henna Hotel. Please use the touch panel to select your language. Please apply your passport on the page with your picture on the device and press the start button. Ein merkwürdiges Gefühl, von einem Dinosaurier-Roboter empfangen zu werden und keine Fragen an der Rezeption stellen zu können. Denn dafür ist der künstliche Mitarbeiter nicht geeignet. Für den Notfall gibt es jedoch eine Telefonnummer, unter der man einen Hotelmitarbeiter erreichen kann. Please press the touchscreen panel
Auch die Keulkarpfen sind nicht echt. Es sind wasserdichte Roboterfische. Please take the receipt. Please take the receipt. Hello. Could you turn on the television? Sorry, I don't understand. Could you turn on the TV? I turned on the TV. Am Institut für Künstliche Intelligenz der Hochschule Ravensburg-Weingarten wurde Marvin erschaffen. Ein Service-Roboter, der Menschen mit körperlicher Behinderung unterstützen soll. Projektleiter Wolfgang Ertl weiß, wie schwer es ist, einen intelligenten Roboter zu bauen. Man könnte auch ein bisschen provokativ sagen, der Service-Roboter ist intelligent. Diese Industrieroboter, die sind aus meiner Sicht dumm, weil die machen immer stupide die gleiche Aufgabe. Die erkennen die Umgebung nicht. Brauchen sie auch nicht, weil die Fertigungsstraße ist fest, da ändert sich nichts. Ja? Aber der Service-Roboter, der dann draußen im Haushalt in einer ganz normalen Wohnung tätig sein soll, der muss sich auf völlig neue, dauernd veränderliche Umgebungen einstellen können. Das heißt, er muss wirklich aktiv die Umgebung wahrnehmen können, muss Objekte erkennen können, muss Menschen erkennen können, muss auch Zusammenhänge zwischen Objekten erkennen können. Im Körperbehindertenzentrum in Weingarten wird Roboter Marvin getestet. Würde er in Serie produziert werden, könnte er in Zukunft Pflegekräfte unterstützen. Für Bewohner und Namensvetter Marvin eine sinnvolle Ergänzung. Er leidet seit seiner Geburt unter spastischen Lähmungen und ist auf Hilfe angewiesen. Trotzdem ist er skeptisch gegenüber Robotern. Hier ist dein Apfel. Danke, Marvin. Okay. Beispiel Duschen, da muss ich aus dem Rollstuhl raus. Und da einer Maschine komplett zu vertrauen, die mich dann hält, mich vielleicht auch hochhebt, würde für mich viel Überwindung kosten. Ohne dass da jetzt noch jemand daneben steht, der mich auffangen kann, zum Beispiel. Dass Roboter zukünftig im Pflegebereich einen Menschen ersetzen werden, daran glaubt Marvin nicht. Beim Betreuer kann ich mich unterhalten, kann ich mich auch mal streiten, können unterschiedliche Meinungen sein. Ein Roboter ist halt, wie gesagt, dem gehe ich einen Befehl, er führt ihn aus und fertig. Es ist eine Hilfe, aber trotzdem kein Mensch. Also es ist auch immer gerade so das Gefühl, von einer Roboterhand irgendwie angefasst zu werden, wie von einer Menschenhand. Also ich glaube, man wird nie eine Roboterhand so machen können, dass sie sich anfühlt wie Mensch. Klar, man kann die Körpertemperatur sicher simulieren durch irgendwelche Heizungen oder sonst. Aber allein die filigranen Bewegungsabläufe in den Händen, das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Niemand kann den Unterschied zwischen einer echten und einer künstlichen Hand besser beurteilen als Michel Fornasier. Der 39-jährige Schweizer wurde ohne rechte Hand geboren. Seit 3 Jahren trägt er die modernste künstliche Hand, die es zurzeit auf der Welt gibt. Die 50.000 Euro teure Hand ist via Handy und Muskelkontraktion steuerbar. Im Smartphone habe ich 25 verschiedene Griffmuster. Von diesen darf ich oder kann ich 3 wählen. Also ich kann beispielsweise einen Handshake wählen oder einen Pinzettengriff. Das ist ganz praktisch im Kino beim Popcorn-Picken. Zum Beispiel wäre der Popcorn-Griff jetzt Nummer 5 von diesen 25 Griffmustern. Und wenn ich den definiert habe, dann kann ich den mit einer Doppelkontraktion, also wenn ich beide Muskeln, den oberen und den unteren Muskel im Armstumpf anspanne, kann ich die aktivieren. Die Elektroden im Inneren des Schafts reagieren auf gezielte Muskelbewegungen. Michel Fornasier musste anfangs viel üben, um richtig greifen zu können.
Nachdem dabei einige Gläser zu Bruch gingen, benutzte er Pappbecher. Heute weiß er, mit der künstlichen Hand umzugehen und hat erkannt, dass selbst die beste Technik nur einen Bruchteil der menschlichen Fähigkeiten ersetzen kann. Diese Hand deckt vielleicht 15% einer menschlichen Hand und das ist doch immerhin diese State of the Art, was es momentan gibt in dieser Prothesenwelt. Und das ist eigentlich sehr ernüchternd, also 15% ist nicht viel, aber das zeigt eigentlich auch auf, was unsere menschliche Hand für ein Wunderwerk ist. Also diese Komplexität zwischen Muskelimpulsen, Nerven, Feinmotorik, das ist eigentlich sehr, sehr erstaunlich. Viele Leute heutzutage wollen natürlich die rechte Hand geben, oder? Weil die sagen, ja, ich will mal wissen, wie sich das anfühlt, da diese bionische Hand. Aber ich gebe noch heute gerne die linke Hand, weil ich gerne diesen Human Touch habe, diesen menschlichen Kontakt. Wenn ich die rechte Hand gebe, dann fühle ich eigentlich auch nichts. Bewegen und fühlen. Dinge, die bis heute künstlich nicht annähernd so gut gelingen wie bei einem Menschen. Dennoch haben Forscher auf der ganzen Welt zum Ziel, das Gehirn des Menschen nachzubilden, die künstliche Intelligenz zu erschaffen. Kann das gelingen? Heute schon sind wir im Bereich kleiner Tierhirne. Wir können mithalten mit den Hirnen von kleinen Lebewesen. Wir können noch nicht von der Hardware her mithalten mit Menschenhirnen, aber in den nächsten Jahrzehnten wird es wohl soweit sein. Künstliche Systeme, die selbst lernen und Probleme eigenständig lösen können, sollen unseren Alltag in Zukunft erleichtern. Durch immer höhere Rechenleistung können immer mehr Daten in immer kürzerer Zeit ausgewertet werden. Wird die künstliche Intelligenz das mühsam erlernte Fachwissen des Menschen bald übertrumpfen? In manchen Bereichen scheint sie bereits die weit effizientere Alternative zum menschlichen Spezialisten zu sein. Also im Jahre 2012 konnte mein Team zum ersten Mal so einen Wettbewerb gewinnen. Da ging es darum, Schnitte durch die weibliche Brust zu analysieren. Normalerweise braucht man da so einen menschlichen Histologen, so einen trainierten Arzt. Und der sieht sich dann so ein Bild an von Zellen. Und manche davon befinden sich im Vorkrebsstadium. Und dann schaut er dahin und sagt, böse Zelle, gute Zelle, harmlos, nicht harmlos und so weiter. Und es braucht lange, bis der mal durch so ein ganzes Bild durch ist. Dann haben wir eben so künstliche neuronale Netzwerke, tiefe künstliche neuronale Netzwerke, daraufhin trainiert, diese menschlichen Ärzte zu imitieren, sodass sie dann hinterher diese Bilder besser klassifizieren konnten als alle Konkurrenzsysteme. Und sie waren damals schon vergleichbar gut mit menschlichen Ärzten. Aber da ja in den nächsten 30 Jahren die Rechenzeit 1 Million Mal billiger werden wird, werden wir übermenschlich gute Diagnostiker kriegen, die in viel kürzerer Zeit viel mehr Patienten gut behandeln können als Menschen. Künstliche Systeme, die immer klüger werden und selbstständig Entscheidungen treffen können. Werden wir die Kontrolle über sie verlieren? Vor einigen Jahren fuhr in der Nähe von Aschaffenburg ein hochtechnisiertes Fahrzeug in hoher Geschwindigkeit in einen kleinen Ort hinein. Und der Wagen war mit einem Spurhalteassistenten ausgestattet. Also einem Assistenten, der die Möglichkeit hatte, das Fahrzeug zurück auf die Straße zu bringen. Und der Fahrer erlitt am Ortseingang einen Schlaganfall, konnte aber das Steuer noch festhalten. Der Wagen fuhr erst mal nach rechts, wäre normalerweise im Gebüsch vor dem Ort zum Stehen gekommen. Aber natürlich funktioniert dieser Spurhalteassistent perfekt, zieht den Wagen zurück auf die Straße. Und das Auto fuhr dann in hoher Geschwindigkeit in den Ort hinein und hat ohne Fahrerkontrolle im Ort eine junge Frau und ihr Kind getötet. Der Familienvater hat gegen den Autohersteller geklagt und hat verloren. Doch wer haftet in Zukunft, wenn immer mehr autonome Systeme im Umlauf sind? Antworten suchen die Juristen der europaweit ersten Forschungsstelle Robotrecht an der Universität Würzburg. Was für die Autos gilt, gilt für alle anderen Maschinen mit autonomen Systemen auch. Ja, der Pkw-Bereich ist nur der Bereich, in dem die Technik am stärksten entwickelt ist. Aber das, was ich eben schilderte, könnte im Kontext von Industrie 4.0, also so einer automatisierten Fabrik, genauso passieren. Oder im Bereich E-Health, ja, im Bereich von Operationsrobotern, im Service-Robotik-Bereich zu Hause, ja, wenn ein Kinderspielzeug mit autonomen Funktionen ausgestattet ist und dann
ein Kind verletzt, ja, wer haftet da strafrechtlich? Das, die Puppe sicher nicht, der Hersteller nur ganz ausnahmsweise. Also hier droht ein Wegfall strafrechtlicher Kontrolle und das kann man durchaus als Problem empfinden. Der Mensch macht sich angreifbar durch die Nutzung künstlicher Intelligenz. Christian Schülke aus Langen berät staatliche Einrichtungen, Privat- und Firmenkunden im Bereich Datensicherheit. Er weiß, ein Fehler in der Programmierung der Software kann dazu führen, dass das ganze System gehackt werden kann. Ob das in Auto, Smart Home, Industriesteuerung oder Roboter mit künstlicher Intelligenz, es sind Computersysteme. Die Hardware wird irgendwelche Fehler haben. Irgendwann findet einer in dem Chipdesign vielleicht einen Fehler. Und die hat eine Menge Software drauf und diese Software hat definitiv Fehler. Das ist erfahrungswert, dass alle so und so viele tausend Zeilen Source Code einfach ein Tippfehler drin ist von demjenigen, der es programmiert hat. Die Frage ist, wie schnell findet jemand diesen Tippfehler und welche Relevanz hat das? Also kann ich darüber das System übernehmen? Jedes autonome System kann von außen gehackt und somit fremdgesteuert werden. Eine neue Möglichkeit für Cyberkriminelle, die eine Fernsteuerung für Erpressungen missbrauchen können. Wenn wir jetzt eine solche Erpressungssoftware auf dem Auto hätten und ich müsste Lösegeld bezahlen, damit ich meine Bremse wieder betätigen kann, beziehungsweise die Bremse dann auch wirkt, wenn ich sie betätige, dann sind wir natürlich in einem sehr gefährlichen Umfeld. Softwaretechnisch oder systemtechnisch ist das genauso denkbar, wie einen PC zu kapern und die Dateien zu verschlüsseln. Auch für Familien mit Kindern kann ein Roboter zum Feind im Haus werden. Wenn ich einen Roboter habe, der eine Kamera hat oder ein Mikrofon auch mit drin, dann filmt er das Kind ja rund um die Uhr. Oder er könnte es filmen, so ob er es tut oder nicht, ist ja eine Sache, aber er könnte es filmen. Das heißt, auch in bestimmten Situationen, beispielsweise wenn ich das Kind umzieht, würde dieses Kamerasystem diese Bilder aufzeichnen können. Wenn jemand mit böser Intention Zugriff auf ein solches System hat, dann hat er da eine etwas bessere Möglichkeit, quasi an solches Bildmaterial zu kommen. Peppa als Spion? Daran glauben Tomomi Ota und ihre Eltern, bei denen die 31-Jährige lebt, nicht. Der kulleräugige Roboter wird voll ins Familienleben integriert. Zu besonderen Anlässen darf er am Esstisch dabei sein und bekommt sogar eine Mahlzeit serviert. Es ist ein Verhältnis vergleichbar mit einem Familienmitglied. Aber wenn man Familie sagt, dann stellt man sich Geschwister vor oder ein Haustier. Aber es ist weder das eine noch das andere. Was ist es dann, fragt man sich. Es gibt noch kein Wort dafür. Es ist eine andere Art von Beziehung. Am Abend wird Peppa schlafen gelegt. Die Kissen haben einen rationalen Grund. In Tokio gibt es immer wieder Erdbeben. Würde Peppa umfallen, ginge er wahrscheinlich kaputt. Maschinen können einiges leisten, aber an die ganzheitlichen Fähigkeiten eines Menschen kommen sie noch lange nicht heran. Wir werden in den nächsten 10 Jahren viel mehr Fortschritte haben als in den letzten 10. Deswegen muss man sehr vorsichtig sein. Trotzdem wage ich einmal eine Prognose und ich sage, in den nächsten 50 Jahren brauchen wir keine Angst haben, dass ein Roboter, was dieses ganzheitliche Schließen und Denken betrifft, uns Menschen nahe kommen wird. Ja. Sie sahen, die Macht der Maschinen. Sind Roboter die besseren Menschen? Sie können die Sendung in unserem Online-Shop herunterladen.